Sie sind hier, 7. August 2018, 20.55 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Yannick Sternberg. Er und seine Kollegen vom FCK wollen beim zweiten Heimspiel der Saison gegen Preußen Münster einen Dreier einfahren. Urheberrecht Getty Images, der dritte Spieltag der 3. Liga wird am Dienstag und Mittwoch ausgetragen. Den Anfang machen die beiden Absteiger Kaiserslautern und Braunschweig. Alle Ergebnisse. Die 3. Liga nimmt Fahrt auf und startet am dritten Spieltag in ihre erste englische Woche der Saison. Mit dabei sind auch die beiden Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig. Spielplan und Ergebnisse der dritten Liga. Nach der kleinen Enttäuschung am Wochenende beim Remis in Großaspach hofft der FCK gegen Preußen Münster auf einen Heimsieg. Braunschweig steht nach nur einem Punkt aus 2 Spielen gegen den FSV Zwickau schon ein wenig unter Druck. Tabelle der dritten Liga. Außerdem kommt es in Jena zum Ostduell zwischen Carl Zeiss und dem Halleschen FC. Während Jena mit breiter Brust nach dem perfekten 6-Punkte-Start antritt, hat Halle noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto. Alle 5 Partien am Dienstag werden um 19 Uhr angepfiffen. Die Spielstände und Torschützen der Partien des dritten Spieltags. Endstand: Eintracht Braunschweig, FSV Zwickau 1:1, 0:1, Tore, Miatke, 33., 1:1, Hoffmann, 69., Endstand, Carl Zeiss, Jena, Hallescher FC 0:3, 0:3, Tore, Fetsch, 15., 0:2, Sohm, 41., 0:3, Manu, 45., Endstand 1. FC Kaiserslautern, Preußen Münster 1:2, 0:0, Tore, 1:0, Kraus 51., 1:1, Menich 74., 1:2, Kobylanski 90., Endstand, Fortuna Köln, Karlsruher SC 0:1, 0:0, Tor, 0:1, Muslia 76., Endstand, VfR Aalen, Würzburger Kickers 3:2, 3:1, Tore, 1:0, Tau 3., 2:0, Maurice 8., 2:1 Mast 31., 3:1 Saar 38., 3:2 Skalatides 83. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.